Willkommen im Windenergietechnik-MOOC. Hier geht es um die Technik, die in den Windturbinen steckt. Wie lässt sich, möglichst ökonomisch, aus der Bewegung der Luft elektrische Energie gewinnen und ins Netz speisen? In jeder der kommenden 7 Wochen schalten wir jeweils eine Lerneinheit frei. Jede dieser Lerneinheiten besteht aus 1 bis 2 Stunden an Erklärvideos. Darin sind Quizze zum Mitdenken eingebaut. Zusätzlich verlinken wir auf Simulationen, die man im Browser ausprobieren kann, und weitergehende Videos, etwa zu physikalischen Hintergründen, aber auch Videos, mit denen man sich schnell die passenden mathematischen Grundlagen vergegenwärtigen kann. Fürs Mitarbeiten bei den Quizzes gibt es jede Woche einen Badge und zum Schluss insgesamt eine automatische Teilnahmebestätigung. Die Details dazu stehen im Kapitel Organisation des Kurses. Im selben Kapitel ist auch beschrieben, wie man die Moin-Plattform bedient. Ganz wichtig ist das Diskussionsforum. Dort lassen sich nicht nur offene Fragen klären, sondern auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der eigenen Umgebung finden. Nicht ohne Grund gibt es eine Landkarte, auf der man sieht, woher die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen. Der Kurs folgt in seinem Aufbau dem Fluss der Energie. Von der Windentstehung geht es über den aerodynamischen Auftrieb zur Mechanik von Rotorblatt und eventuell Getriebe, dann in den Generator und schließlich ins Netz. Danach betrachten wir, wie eine Windenergieanlage insgesamt betrieben wird. Die Umweltaspekte der Windenergienutzung sind ein großes eigenes Thema. Es geht einerseits um CO2-Vermeidung, andererseits aber zum Beispiel um den Tod von Vögeln und Fledermäusen. Wir reißen dieses Thema in der letzten Woche dieses Kurses an. Um es in der nötigen Breite darstellen und diskutieren zu können, widmen wir diesem Thema einen eigenen, späteren Kurs. Aber nun geht es mit der Frage los, woher der Wind denn weht und warum?